Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier bei Resident Evil 8. In der letzten Folge haben wir uns so einem ganz, ganz speziellen Typen gewidmet und es ist komplett eskaliert. So viele Dinge sind weg, so viele Dinge sind kaputt, wir haben kaum noch Munition. Alles ist einfach nur furchtbar. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zurück, hoffentlich zum Händler. Ich gucke auch noch einmal kurz auf die Map. Gehe auch extra mal näher ran. Achso, das ist der Waffentyp, okay. Leiter, 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 okay. Ich glaube, wir haben soweit auch alles geknackt, was knackbar war. Ja, er ist noch da. Perfekt. Hi. It's my greatest pleasure to see you return alive. If it's just looking, window shop away. Ich sehe, dass er gerade so 50-50, muss ich sagen. Okay. Großer Kristall. Kristallene Schädel. Perfekter kristallener Schädel. Kristallener Hammer. Kristallene Riesenaxt. Pater Nikolas Engel. Teller. Fleisch. Fisch, Wild. Ja, 137.000. Let's go. Wir haben noch, oh, wir haben noch kristallene Schädel. Little and often fills the purse, as they say. I see. Anything else? Yes, I can see why you'd be interested in that. Ich nicht. Bin halt pleite, was soll ich sagen? I hope this one makes itself useful. Die Waffe haben wir halt noch nicht, ne? Die haben wir, aber die benutzen wir so gut wie gar nicht. I saw you eyeing that one. Ja, okay, komm. Komm. Das lassen wir erstmal noch, weil ich habe keinen Plan, was ich damit machen soll. Jetzt haben wir es immerhin ein bisschen mit Munition ausgerüstet. Das ist schon mal ganz gut. Ah, diese Waffe war schon gut, ne? Was? Moment, wie bitte was? 48.000 für mehr Feuerkraft. Okay, das machen wir doch nicht. Zumindest noch nicht. Have a wonderful adventure. Ja, wir haben noch ein bisschen Munition bekommen. Wo ist das Speicherding hier? Hier. Und jetzt schauen wir uns erstmal an, wie es hier weitergeht. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas kommen wird. Ansonsten werde ich es eventuell bereuen, aber... Let's go. Den würde ich mir gern vorher mal angucken. Ah. Interessant, interessant. Okay. Jetzt treffen wir uns mit Heisenberg. Das Tor ist offen. Oh, oh. Ich hoffe, wir müssen uns jetzt noch nicht mit ihm duellieren.
Ja, moin. Damit habe ich natürlich gerechnet. Ich weiß nur nicht, wo das ist. Oh. Soweit, so gut, Errungenschaft freigeschaltet. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Habe ich noch irgendwas, was ich nachladen kann? Dafür habe ich keine Munition. Okay, passt erstmal. Erinnert ihr euch noch an die Zeiten, als wir so richtig viel üppig Munition hatten? Schön war's. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. Ja, dem vertraut man doch gerne. Oh, wir haben schon den 17. Fällt mir gerade auf, weil es so nach 0 Uhr ist. Ich will nicht. Ich will nicht. Aber die Fabrik sieht cool aus, das muss man schon sagen. Daughter Moreau, but I suppose you survive worse back in America, I like you. I'd like to speak to you about Rose and Miranda. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. Also, es ist eine Falle. It's not a trap. But it's a trap. So don't worry. And be happy. Oh Gott. Könnte man mich zumindest mit etwas mehr Munition ausstatten? Ein bisschen mehr. So, nicht so viel mehr. Nur so 50% mehr. Oh Gott. Oh Gott. Herzinfarkt des Todes. Ich habe ja tatsächlich auch vor Jahren mal in so einer Fabrik gearbeitet. So ein Aushilfsjob quasi. Ich war da nicht lange, ich weiß nicht, wie lange war ich da. Anderthalb Monate vielleicht. Und da gab es auch solche Geräusche. Oh, das hat mich schon wieder daran erinnert. Es war furchtbar. Oh Mann. Ich war auch echt froh, als ich da raus war. Aber die haben gut gezahlt, das muss man denen lassen. Also. War echt okay. Wieso geht es hier in den Keller? Ah, weil es hier nicht weitergeht. Okay. Hab's verstanden. Ich warte erstmal. Ich sehe hier gar nichts. Es hat gerade ganz, ganz komische Vibes. Und das keine guten. Chemikalie. What the hell? Mia? Truth hurts, don't it? Let me guess. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got the soul wrong. Demented. Shut your fucking hole! Sorry about that. Er schubst uns da sowas von rein. Nein, bloß nicht, tu es nicht.
Listen, Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said sit! Lady, supersized bitch. Ugly, a psycho doll. An amoronic freak. Don't you get it? It's a test. To see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time, you freak! I swear to God! You and me, Ethan. Together, we can go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you! Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Your funeral. Zeit zu rennen. Die Frage ist nur, in welche Richtung. In diese schon mal nicht. Okay. Crouchen. Aufstehen. Rennen. Ich muss aber auch sagen, das gerade hat für mich nicht ganz so Sinn ergeben. Denn, ich weiß nicht, sich mit ihm zu verbünden, prinzipiell hat er uns ja jetzt noch nicht so viel getan. Klar, am Anfang wollte er uns umbringen und hat so ein bisschen Mist gebaut, aber ich glaube, der hat auch mittlerweile einen gewissen Respekt. Also wir haben einen gewissen Respektstatus bei ihm und er hat auch ein bisschen Respekt vor uns, weil wir ihn auch killen könnten, wenn wir es wollten. Dementsprechend wäre es, glaube ich, gar nicht so dumm gewesen, zu sagen, okay, wir ziehen den Shit jetzt zusammen durch. Ich meine, wir haben schon seine anderen beiden Kollegen ausgeknipst, so. Einer mehr hätte den, Kohl jetzt auch nicht fett gemacht, muss man einfach sagen. Jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt Phase für uns? Uns wieder mit denen zu beschäftigen. Oh, sie haben immerhin neue Waffen. Mann. Ich muss einmal kurz gucken. Okay. Okay. So. Hier ist so viel Müll.
Als ob hier keine rostigen Teile rumliegen. Die sind hier doch zuhauf. Oh Mann. Die Sache ist auch, der Typ hätte auch irgendwie einfach deutlich verhandlungsbereiter sein müssen, weil wir eigentlich auch irgendwie seine einzige Chance sind mit dem Kind. Und ich denke nicht, dass er es alleine mit dem Kind schaffen würde. This place is messed up. I've got to get upstairs. Ich meine, das ist schon irgendwie fucking cool, wie es hier aussieht. Das muss man wirklich sagen. Das ist Thumbnail hoch 10. So, ich würde am liebsten gerade einen Screenshot davon machen. Das ist schon fucking cool. Es ist halt auch so ein bisschen die Frage, wieso wir jetzt den ganzen Schwachsinn gemacht haben. Oh. Nur um jetzt hier zu sein. If it's just looking, window shop away. Mhm. Oh. Moment, ich muss mal kurz gucken. Was ist das für Pistolenmunition? Okay, und Flintenmunition. An interesting selection. Wir haben es nötig. Ah, okay, ich glaube, ich habe es verstanden. 120.000 für diese Waffe. 180.000 für diese Waffe. Food is life. Thank you for your patronage. Food is life, den muss ich mir merken. Aber ja, wir haben uns jetzt erstmal gegönnt. Ich glaube, danach sollten wir erstmal wieder ein bisschen sparen. So. In der Richtung geht leider gar nichts. Moment, wie groß ist unser Koffer jetzt eigentlich? Naja, okay, es ist gar nicht mal so groß. Ich würde das Ganze am liebsten echt mal... ein bisschen sortieren. Ja, so ist erstmal okay. Wir haben leider keine Kiste. Das ist so ein bisschen ungünstig. Wir hatten ja sonst immer in den alten Teilen noch eine Kiste, wo man halt Sachen platzieren konnte. Okay, er ist auch down. Das war mir jetzt noch den letzten Schuss wert. Wo sind wir hier? Ich meine, an sich finde ich das mit der Fabrik gerade schon relativ cool, muss ich gestehen. Aber so all in all habe ich einfach nur Bock, mich zu beschweren gerade. So über die Gesamtsituation. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Oh, hier kommen doch jetzt safe irgendwelche Viecher angekrochen. Ich will ja nicht sagen, ich habe es ja gesagt. Aber ich habe es fucking nochmal gesagt. Dass genau das
passieren wird. Ich denke nicht. Okay. Ich habe das Ding da oben halt noch gar nicht gedrückt, weil ich nicht mal weiß, ob ich es überhaupt drücken könnte, wenn ich es wollte. Aber anscheinend müssen wir hier irgendwas tun. Ich dachte gerade schon, da ist jemand. Oh, fuck. Das passt nicht. Wer hätte das erwartet? Das passt auch nicht. Wer hätte das erwartet? Von der anderen Seite verschlossen. Wer hätte das erwartet? Die sind jetzt so ein bisschen Cyborg-mäßig unterwegs. Finde ich lustig. Prinzipiell witzig. Jetzt stirb doch endlich, meine Fresse. Manchmal ist es nicht so schwer zu sterben. Vor allem nicht dann, wenn man es sollte. Was ist das? Ich hasse dich. So. Wir sehen uns dann später nochmal. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, an der Stelle beende ich die Folge. Über eine Bewertung und Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Dann schauen wir mal, was uns in diesen Räumlichkeiten erwartet und was da für ein Typ saß. Und ja, bis zur nächsten Folge.